Greed Mirage. Ja, wir sind hier auf diesem Aussichtspunkt, den habe ich synchronisiert gerade. Wir müssen jetzt wieder zurück zu unserer Basis, sag ich mal. Zuvor möchte ich aber noch ein paar Punkte verteilen hier. Was haben wir denn hier alles? Okay. Ich glaube, wir machen mal. Kettenattentat, würde ich sagen, oder? Ja. Okay, gut. Dann halt. Falsch. Die Welt, genau. Wir müssen schauen, wir müssen da hin, zurück. Und zwar hier hin. Ich möchte aber noch. Ja, gehen wir da hin. Schnellreise. Mal dahin. Hallo, schön dich zu sehen. Kannst du das verbessern? Sei mein Gast. Ah ja, da geht was. So. Können wir aufrechthalten. Sehr gut. Das machen wir hier. Was haben wir hier noch? Wir nehmen das. Und hier, was haben wir hier noch? Okay. Gut. Danke. Sonst noch was? Freischalt geht nicht, oder? Was gibt es Neues aus eurer Werkstatt? Sieh dich um. War's das? Ja, erstmal schon. Danke, dass ihr eure Gaben teilt. Auf bald. Jetzt müssen wir kurz gucken. Einen Händler brauche ich auch noch gerne, wenn es geht. Bassi! Ja. Komm zu mir auf! Bassi, ich wusste, dass du es bist. Du bist nicht der Einzige mit Augen, die weit sehen. Sag mal, Tabit, du hast doch die Straßen mit Augen und Spitzeln bestückt. Das ist das Leben eines Rafik. Wo wären wir schon ohne mein Wissen? Wissen ist ein Werkzeug, eine Waffe. Es kann für Wohl oder Übel eingesetzt werden. Und der Orden nutzt es eindeutig für Letzteres. Was hast du erfahren? Die Fäulnis reicht tief im Haus der Weisheit. Sie nutzen irgendein uraltes Buch, in der Hoffnung, ein teuflisches Gerät zu bauen. Ich habe Gerüchte über diese gotteslästerliche Apparatur gehört.
Sie nennen sie ihr großes Werk. Der Orden experimentiert an Menschen. Bis zum Tod. Ich habe sie vorerst aufgehalten. Aber jemand namens Arrabisu hat im Haus der Weisheit die Fäden in der Hand. Hm. Irgendeine Ahnung, wer diese Person sein könnte? Ich habe den großen Gelehrten Fasil Fahim in Verdacht. Diesen gebrechlichen alten Mann? Das sagen die Hinweise, die ich gefunden habe. Mhm. Es könnte stimmen. Im Haus der Weisheit findet bald ein großes Symposium statt. Eine zwanglose Zusammenkunft Gelehrter mit einer Vorlesung, Leckereien und Gesprächen. Selbst die edle Arib wird dort sein. Geh und bespitzle diesen Fasil. Mit Bedacht. Doch ziehe deine Klinge nicht beim Symposion. Wir wollen uns noch nicht zu erkennen geben. Hm. Wenn Fasil aber schuldig und allein ist, dann schlag zu wie eine Natter. Aber du musst sicher sein. Bevor ich handle, werde ich das sein. Okay. Wieder weiter in der Geschichte. So, ich hätte jetzt gerne... Schmied ist auch in der Nähe. Warte mal, kann man den Schmied mal hier besuchen? Und geht's. Da. Hallo. Hm. Ist denn hier... Sorry, ein Fehler. Ich will mit dem reden da. Geht das nicht? Hm. Halt. Kann ich jetzt einen kleinen Schneider hier mal Besuch abstatten oder was? Ich grüße dich. Sei willkommen. Was hast du da? Bitte, sieh dich um. Das ist leicht und hält doch fast jeder Klinge stand. Ja, mag sein. Das könnten wir verstärken. Leider nicht. Sonst nichts? Nein. Ich gehe dann mal. Komm gern öfter vorbei. Ja, mach ich. So, ich brauche aber jetzt... Schwert kann ich verbessern, oder? Ein Schneider für das Schwert. Aha. War ich doch gerade, oder? Frieden, Sadiq. Sei gegrüßt. Was gibt es heute bei dir? So viel Auswahl. Eine starke zusätzliche Schutzschicht ist immer gut. Vielen Dank.
Ja, hat, passt auch, wo ich hätte. Bleiben wir der, genau. Das ist leicht und hält doch fast jeder Klinge stand. Das war's also für heute? Ja, das war's für heute. Ich will nur verstehen. Ich sollte mal weiter. Gute Reise. Wir müssen einen Händler jetzt. Händler. Da ist ein Händler. Muss mal wieder ein paar Sachen loswerden. Bevor wir die Geschichte weitermachen. Hey, das ist nah genug. Sei gegrüßt. Friede sei mit dir. Lass mich deine Waren ansehen. Hier ist, was ich habe. Zuverlässige Helfer. Danke. Nur ein Narr lässt seine Ausrüstung verkommen. Verkauft. Eine gute Wahl. Der weise Krieger kümmert sich um seine Ausrüstung. So. Gut. Was? Hätte trotzdem noch gerne. Was fürs Erste? Ja. Den Schmied gehabt. Auf ein andermal. Leb wohl. Das hier eigentlich. Der Schmied wäre jetzt nicht schlecht, wenn das so klappen würde. Da ist er. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Zeigst du mir deine Waren? Sieh dich um. Ich hauche ihm neues Leben ein. Ich verstehe was von Klingen. Vielen Dank. So. Gut. Verkauft. 72. Ich kann deine Klinge verbessern. Hast du, was du brauchst? Perfekt. Ja. Ich muss gehen. Dann auf bald. So, und jetzt können wir dahin springen, würde ich sagen. Ich brauche deine Hilfe, Sadiq. Nein. Thank you.
des Kalifen war wieder bei den die Welt. Ja. Offiziellen Siegel versehen werden. Achtet auf das offizielle Siegel. Und ab geht's. Es ist zu gefährlich, Enkidu. Nein, es ist nicht. Da war es. Ich hab Schlimmeres erlebt. Dann kann... Geh woanders hin. Es gibt Ärger. Ich fühle es. Ich bring dir meine Schulterfette bei. Die klappt immer. Ich hab viel zu oft den Hintern gerettet. So habe ich im Jahr 23... Dich hoch. Leihe mir deine auf. Da war ich doch schon mal, oder? Ah, da ist es. So. Das Symposium sollte hier stattfinden. Die hellsten Köpfe Bagdads teilen ihre Weisheit. Okay. Verzeihung, ich möchte zur Vorlesung des großen Gelehrten. Fasil Fahims Vorlesung über die vorsintflutlichen Vorfahren der Menschheit beginnt bald. Labe dich bis dahin gern an unserer reichen Auswahl vorzüglicher Köstlichkeiten und Erfrischung. Okay. Da geht's lang. Wo ist Arib al-Mamunia, die Dichterin? Der vielleicht doch. Weise mir den Weg.
der Übersetzer. Was? Oh nein. Du solltest nicht so bald zurückkommen. Ja. Ich fürchte mich auch. Doch konnte ich meinen Büchern nicht fernbleiben. Ich schätze, man folgt immer seiner Pflicht. Bis bald. Da geht's weiter. Der Sternkundler könnte zu Ihnen gehören. Said, es ist mir eine Ehre, deine Bekanntschaft zu machen. Wie schön, wenn mehr junge Leute das Haus der Weisheit aufsuchen. Glaubst du, der große Gelehrte wird eine gute Vorlesung halten? Vergeude deine Zeit nicht mit seinem Gerede. Ich habe viel praktischere und ergötzliche Bücher geschrieben. Zu welchen Themen? Unter anderem über Sonnenuhren, Astrolabien, Sterne und Planeten, sowie über den Umfang der Erde. Faszinierend, Said. Ich werde deine Bücher lesen. Auf bald. Der Sternkundler könnte zu Ihnen gehören, obwohl ich das bezweifle. Hast du etwas für mich? Bisher nicht. Vielleicht erleben wir nächstes Mal beide mehr als unnötige Worte und Störungen. Ach, das ist ja mit den Büchern, ne? Schaffen wir uns einen Überblick. Hallo. Geht dich? Ach, das ist sie. Nee. Hey, ich sagte doch, wir sehen uns. Wohl wahr. Was führt dich wieder her? Ich möchte dir etwas zeigen. Die Langweiler im Haus der Weisheit sammeln die wildesten Kinkerlitzchen und Geräte. Ich war schon mal hier, Nihal. Das ist Ahmad ibn Musas Werkstatt. Hast du dich da reingeschlichen? Da, das sind die Skizzen. Ahmad und seine Brüder können wahrlich fantastische Apparate entwickeln. Nicht alle seine Einfälle sind so nützlich, fürchte ich. Guck nicht so selbstzufrieden. Die Welt ist voller Wunder. Erinnert dich das an deine Albträume? Nein. Eher an etwas aus dem Bimaristan. Oder an einen Übungsplan der Verborgenen. Ah ja, lautlose Arten, schnell zu töten. Tod in Sekunden. Da läuft mir ein Schauer über den Rücken, als würde ich ein kosmisches Geheimnis lüften. Du liest zu viel über Magie und verlorene Städte unter den Dünen. Und du liest zu wenig. Vielleicht gibt es andere Welten, andere Völker zwischen den Sternen. Unsinn. Und jetzt?
Da ist noch eine. Oh, das habe ich schon einmal gesehen. Ist es das, was du mir zeigen wolltest? Ja. Es erinnert mich an das Ding, das wir im Palast fanden. Was ist das? Eine Zeichnung aus einem uralten Buch. Du verschweigst mir doch irgendwas. Du willst nicht wissen, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Wieso? Weil du es auch nicht weißt? Weil, wie Darwish sagt, es manchmal besser ist, die Wahrheit hinter den Dingen, die wir tun müssen, nicht zu kennen. Die Wahrheit ist, Basim, dass alles hier ist, direkt vor deinen Augen. Aber du willst es nicht sehen. Es geht um dich. Es ging immer nur um dich seit jener Nacht. Ich habe einen Eid geschworen, mein altes Leben hinter mir zu lassen und dem Pfad der Schatten zu folgen. Vielleicht findest du eines Tages das Licht. Doch bis dahin bleibe ich bei dir, bei jedem einzelnen Schritt, damit du auch ja nicht vergisst, wer du bist. Willst du mir drohen? Das weiß ich nicht. So. Jetzt. Mamunia, die Dichterin. Hatte ich schon? Ich bedarf deine Augen, Sadiki. Nee. Da ist einer. Sprechen. Entschuldigung, die Vorlesung beginnt bald. Bitte vergnüge dich mit den anderen Gästen, bis der Gong euch ruft. Aha. Wenn wir mal nach oben gehen. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Leite mich, Enkidu. Hier.
Kann ich da hoch? Nein, natürlich nicht. Nerv. Jetzt. Ich muss da irgendwie reinkommen, ne? Zeit zu verschwinden. Komm nicht rein. Da komme ich nicht rein. Das ist blöd. Da wäre ich gerne drin. Ich glaube, ich muss dafür im Haus, glaube ich, entlanglaufen. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Nee, glaube ich auch. Wo ist Areb al-Mamunia, die Dichterin? Mischte ich Mitgeschoss unter die Menge. Hab ich ja schon. Wie oft denn noch? Vor uns kann sich nichts verstecken. Entschuldigung, die Vorlesung beginnt bald. Bitte vergnüge dich mit den anderen Gästen, bis der Gong euch Okay, ich muss hier irgendwo hochkommen. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Aber nicht das, was ich machen soll, ne? Ich glaube, ich irgendwie hier zu warten oder so ähnlich. Ne? Verstehe ich nicht so ganz, was wir jetzt machen sollen oder machen. Okay, der ist freigeschaltet. Das haben wir. Wer tue ich hier gerade? Richtig.
Tja, meine Lieben, an der Stelle machen wir eine Pause wieder. Ist das da hinten? Und, oder? Warte mal, was geht hier ab? Ah, hier. Prost Areb al-Mamunia, die Dichterin. Belauschen. Prost Areb, ich hatte gehofft, ihre strahlende Präsenz erleben zu dürfen. Man sieht sie so selten außerhalb der runden Stadt. Die Wunderbare ist im Garten und sinnt über die Vollkommenheit der Natur nach. Ach, wäre ich nur eine Blüte in ihren kundigen Händen und Muse für ihre salbenden Verse. Sie wird erleichtert sein, einmal nicht von ihren reichen Gönnern belagert zu werden. Oh, vielleicht führt sie ein aufregendes Doppelleben und schleicht sich aus den Palästen, um Inspiration im einfachen Leben zu finden. Ich bezweifle es. Okay, was im Östlichen? Wo ist denn hier Norden? Das ist Osten hier, ne? Süden, Westen, Norden, Osten. Außenhof, okay. Also, da geht's lang. Tja, ich suche immer noch diese Dichterin. Aber gut, ich sehe gerade die Folge zu Ende. Ich hoffe, ich finde sie bald. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen da lassen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht bei Assassin's Creed Mirage, dann natürlich ein Abo. Und an der Stelle sage ich vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.